Entität 250, Wheel Folk. Lebensräume, Metropolien und Wohnräume. Die Kreaturen, die formell als Wheel Folk oder Entität 250 bekannt sind, sind eine allgemeine Klasse von Entitäten, die das Aussehen von Rollstühlen in Qualität, Alter und Größe annimmt. Sie sind dafür bekannt, hilfreich zu sein und werden von Wanderern, die sie sehen, als gutes Omen angesehen. Wheel Folks sind eine Art, die sich durch ihre einsame und schwer fassbare Natur auszeichnet. Meistens sind sie nomadisch und in einem ständigen Zustand zielloser Bewegung. Obwohl sie von Natur aus meist einsam sind, ist es möglich, wenn auch selten, sie in Gruppen von 3 bis 1 Personen Wheel Folk zu entdecken. Wie bereits erwähnt, sind Wheel Folk dafür bekannt, für Wanderer hilfreich zu sein, aber der Grund dafür ist unklar. Wer ein Wanderer mit einem Wheel Folk in Kontakt kommt, wird er höchstwahrscheinlich versuchen, sich zu verstecken oder zu fliehen, um der direkten Sichtlinie zu entkommen. Dies ist auf ein häufiges beobachtetes Muster zurückzuführen, bei dem verschiedene feindliche Wesen sich alle Mühe geben, Wheel Folk zu zerstören. Es ist unklar warum, aber Forscher des Charles Darwin Centers for Biological Research gehen davon aus, dass andere räuberische Wesen sie als Beute betrachten. Es ist nur üblich, in der Gegenwart eines Wheel Folks unter 3 Szenarien zu sein. Der Wanderer verfolgt und fängt einen Wheel Folk, nachdem er geflohen ist. Das Wheel Folk wird angesprochen, wenn es sich der Anwesenheit eines Wanderers nicht bewusst ist. Eine Person innerhalb einer Gruppe enthält eine behindernde Verletzung. Im letzten dieser Szenarien wird ein Wheel Folk erscheinen und dem Wanderer zu helfen, hastig in seine Position zu rollen und seine Form von Telepathie zu verwenden und den Wanderer auf sie zu heben. Sie werden den Wanderer auf ein sicheres Level bringen. Wenn Mitglieder von Entität 250 mit genug sozialisiert werden, ist bekannt, dass sie sich an bestimmte Personen und vertraute Gegenstände binden. Aus diesem Grund haben bestimmte medizinische Einrichtungen Wheel Folk genutzt und sich mit ihnen angefreundet, um sie als Hilfsmittel für Patienten und diejenigen, die Pflege benötigen, zu verwenden. Unabhängig davon haben die Entität in der Wheel Folk Familie ein paar Macken. Trotz des Mangels an den richtigen Merkmalen, die mit lebenden Lebewesen verbunden sind, sind Wheel Folk immer noch in der Lage, sich unabhängig zu bewegen. Sie entwickeln zusätzlich das Interesse an bestimmten Gegenständen und rollen immer wieder über Dinge, die sie gerne in der Nähe haben. Die meisten Wheel Folk halten sich an bestimmten Bereichen, an denen sie sich auf dem Level befinden. Diese Gebiete sind als Ranges bekannt, ähnlich wie die Länder, in denen Tiere normalerweise in den Frontrooms navigieren würden. Innerhalb dieser Bereiche werden mehrere Wheel Folk anwesend sein und können sogar in kleinen Gruppen interagieren oder reisen. Diese Wheel Folk haben jedoch immer ihre eigenen separaten Bereiche, die als ihre Höhlen oder Nester fungieren. Entitäten in der Wheel Folk Familie schmücken diese Räume oft mit Gegenständen, die sie sich anhängen, rollen oder schieben sie in diesen Bereich, um sie als sichere Bereiche für sich und andere zu markieren. Wheel Folk kann oft zufällige Gegenstände teilen und austauschen und Höhlen entgegenkommen, dazu einander machen. Dies gilt auch für Menschen, die sie häufig besuchen oder treffen könnten. Wenn ein Wheel Folk jedoch das Gefühl hat, dass sein Raum in Gefahr oder untauglich ist, wird er die Gegenstände am häufigsten davon zerstreuen, bis er einen anderen ausreichenden Platz findet. Meistens werden die Gegenstände aus den vorherigen Höhlen aufgegeben oder von anderen Wheel Folks genommen. Aufgrund ihrer physischen Form kann nicht viel über die physikalische Biologie eines Wheel Folks gesagt werden. Die Analyse der Überreste eines Wheel Folks, die auf Level 9 gefunden wurden, hat gezeigt, dass die Wheel Folk unabhängig vom Alter oder Stil des Rollstuhls keine bemerkenswerten Merkmale besitzt, die sie lebensfähig machen. Darüber hinaus ist es unbekannt, wie Wheel Folk in der Lage sind, ihre Umgebung zu spüren oder wie sie telepathisch wandern. Es ist jedoch bekannt, dass Mitglieder von Entität 250 in der Lage sind, rudimentär über das Quietschen und die Bewegung ihrer Räder zu kommunizieren. Obwohl dies bekannt ist, ist es auch unklar, wie die Feinheiten dieser Sprache funktionieren. Obwohl bekannt ist, dass Wheel Folk in der Lage sind, die menschliche Sprache unabhängig von der gesprochenen Sprache zu verstehen. Wheel Folk sind in der Lage, verletzt zu werden und scheinen auch im Laufe der Zeit zu altern. Ähnlich wie jedes andere Lebewesen. Dieser Alterungsprozess findet mit Raten statt, die je nach Material, aus dem der Wheel Folk hergestellt ist, in Form von rostendem Metall, Splitterholz, abgenutztem Gummi und reißender Leinwand. Während dieser Altersprozess werden die Fähigkeiten eines Wheel Folks erheblich reduziert, einschließlich die Fähigkeit, Wanderer zu transportieren und auf andere Ebenen zu reisen. Die erste Entdeckung von Entität 250 ist unklar. Obwohl Berichte aus den späten 1800er Jahren eine schwere, fassbare Art von Kreatur erwähnen, in der viele glauben, dass sie Wheel Folk sind. In jüngerer Zeit kam ein Großteil des modernen Wissens über Entität 250 von Anastasia Quinn, der aktuellen zoologischen Assistentin der EMBA. Diese moderne Entdeckung ereignet sich als Teil eines größeren Forschungsprojekts, um meist übersehene und triviale Entitäten zu verstehen. In dieser Studie werden die Fähigkeiten, sich mit Wheel Folks anzufreunden und mit ihnen zu kommunizieren, richtig verstanden.
Anastasia Quinn hat den größten Teil ihrer Studie archiviert, jedoch wurde ein Audiotranskript der Interaktion enthalten. Anastasia Quinn, Stufe 9, 1997. Das ist der Anastasia Quinn mit Studie über Nietzsche Entitäten, Fall 3, Aufnahme eines, ich habe es endlich geschafft, den Ort zu entdecken, an dem dieser Rollstuhl immer wieder zurückkommt. Ich kann eine Menge zufälliger Müll sehen, der im Inneren dieses Schuppen zerstreut ist. Die Tür war offen, also würde ich mir vorstellen, dass vielleicht Leute hier zelten. Einige schmutzige Decken, Dosen, Heilig, es ist einer von euch. Entschuldigung, ich wollte wissen, ob wir reden können. Du kannst dich verstehen, oder? Eine Reihe von quietschenden Geräuschen ist zu hören. Ich nehme das mal als ja, aber können wir versuchen, das zu vereinfachen? Vielleicht können wir mit einmal quietschen ja und zweimal nein. Sie erhalten ein Quietschen als Antwort, was ja bedeutet. Du hast es, ey, was soll ich fragen? Meine Güte, wie wäre es mit dir? Ist das dein Zuhause? Ein Quietschen ist zu hören. Es hat einen Moment gedauert, bis du es gesagt hast. Bist du dir nicht sicher? Es gibt ein weiteres Quietschen. Dieses Mal fast so schnell, als Anastasia mit dem Sprechen fertig war. Warum bist du dir nicht sicher? Oh, scheiße, tut mir leid, ich habe vergessen und ich kann nicht gut kommunizieren. Hier ist eine bessere Frage. Liegt es daran, dass du dich viel bewegst? Als Reaktion darauf geht die Spielfork eine Bestätigung mit einem einzigen Quietschen. Ich habe beobachtet, wie du einen Haufen herumgehst. Ich hoffe, das ist nicht so verletzend. Ich bin fast schockiert, dass du mich so gut verstehst. Warst du schon immer in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren? Ein Quietschen. Oh, aber du bist einfach egal, ich schätze. Sieht so aus, als hättest du gerade dein eigenes Ding gemacht. Zu Anastasias Überraschung gibt das Spielvolk zwei Quietschen und leugnet es. Warte, ist das ein Nein in dem ganzen Teil, dass es dir egal ist, oder machst du einfach dein eigenes Ding? Mach das ein oder zwei Quietschen. Sie geht ein einzelnes Quietschen und die erste Option anzuzeigen. Basierend auf dem verwirrenden Hör, das Anastasia gab, erwartet sie es nicht. Dann, warum bist du so weit weg? Eigentlich, warum? Es gibt eine kleine Ohrfeige, vermutlich von Anastasia ins Gesicht gepalmt, als sie die gleiche vorherige Offenbarung erkannte. Richtig, ja oder nein fragen. Es wäre viel einfacher, wenn du wenigstens schreiben möchtest oder so. Wie wäre es, wenn ich mit einer Möglichkeit für sie zurückkäme, die Dinge zu buchstabieren? Würde dir das gefallen? Ein einzelnes Quietschen. Oh, brauchst du etwas? Wieder einmal antwortet es mit zwei Quietschen. Der Klang verwandelt sich bald in ein Mehrwheeling und ist, das bald gedämpft wurde. Diese Decke, warum bringst du es mit mir? Willst du, dass ich es nehme? Dass sie normalerweise geantwortet hätte, antwortet sie überrascht mit ja. Oh, danke, Freund. Ich werde es bei mir behalten. Lass mich das Zeug holen, damit wir besser reden können. Ich werde versuchen, dich wieder hier zu treffen. Es gibt eine schnelle Reihe von fast aufgeregten Quietschen, während Anastasia kichert. Transkript Ende. Do's und Don'ts. Do's. Gehen Sie in ein Wheelfork den Platz, den er braucht. Denken Sie bei einem Wheelfork angemessen, wenn er Hilfe leistet oder kommuniziert. Sparen Sie Wheelfork, wenn Sie angegriffen oder in Not sind. Halten Sie sich von Wheelfork fern. Don'ts. Jagen oder greifen Sie Wheelforks an. Stehlen Sie von Wheelforks in Ihren Höhlen. Setzen Sie sich auf einen Wheelfork, während Sie sich erlauben, Wanderer zu transportieren. Mögen Sie es nicht, auf andere Weise sitzen zu werden, besonders von denen, die Sie nicht kennen.